Der Hund wurde tot gefunden, weil du geschlachtet wurdest, oder? Nie. Oh. Warum stirbt hier ein Hund? Altersschwäche. Lass es Altersschwäche sein. Immer gekämpft? Nein. Also der Hund hat nicht gekämpft. Dann ist es wohl Altersschwäche. Kann nicht einfach so der Hund jetzt in der Bibliothek sterben? Warum kümmert sich denn keiner um den? Einfach sterben lassen. Gut, es kommt darauf an, wie dein Startpunkt ist. Also, wenn du den Startpunkt auswählst auf der Karte sozusagen, kann man sich ja im rechten Fenster gibt es verschiedene Informationen, wo ja dann zum Beispiel auch die Layer sind, ne, ob es viele Metalle gibt oder wenige und so weiter. Da kann man auch durchtappen und da gibt es halt auch die Zivilisationen in der Nähe. Wenn da natürlich nichts angezeigt wird oder nur Zwerge angezeigt werden oder halt nur freundliche Zivilisationen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Siege kommt, halt geringer. Weil du halt keine feindliche Zivilisation in direkter Nähe hast. Du kannst natürlich auch einfach irgendwelche Nachbarn angreifen, dann kommen die schon von selbst. Ne? Also, oder du wartest ein bisschen. Ich weiß jetzt ja nicht, wie lange deine Welt lief. Wenn die jetzt erst kurz läuft, dann sind die Zivilisationen und Dörfer eh noch weiter auseinander. Wenn du also diesen Minimalstart gemacht hast mit 125 Jahren, kann es auch sein, dass einfach die Bevölkerungsdichte noch nicht so hoch ist. Also wir hatten hier unsere erste nach einem halben Jahr, das war aber nur so ein Fake. Das ist halt diese eine von diesen komischen Sieges gewesen, die unten in der Ecke einmal mal kurz nur mal kommen. Ich hatte mal eine andere Welt, da hat man wie gesagt, gerade mal im Berg rein und dann kamen sie schon. Da hatte ich keine Chance. Kommt immer mal auf den Startpunkt an und wie gnädig das Spiel dir gegenüber ist. Okay, was brauchen wir jetzt? So, hier oben wurde jetzt die Kaserne ist ja bald irgendwann mal fertig. Ich weiß noch nicht, ob wir das ganze Zeug, was da jetzt rumliegt, dumpen soll. Einfach nur, damit es weg ist. Unsere Kaserne platzt bald. Weil haben sie alle ihre Katzen mitgenommen. Nein, du brauchst einen Appraiser. Wenn du keinen Appraiser hast, der dann halt auch der Broker ist, der für dich handelt, und dann weißt du halt nicht, was das ist. Appraiser ist ja Schätzen. Nur wer diesen Skill hat, kann halt schätzen, was wert ist. Und wenn du halt einen Nicht-Appraiser als Broker hast, weißt du es halt nicht. Na, das siehst du zum Beispiel auch. Was haben wir jetzt hierher? Eine Marble-Figurine. Yay. Komm, wir gucken uns die Marble-Figurine nochmal an. Lass sie bitte schön sein. Sie ist immer ein bisschen was wert. So. So, höchste Qualität. Wurde von dir hergestellt. Schön. Da ist ein Bild von Udil. Okay, die heißen alle Udil. Ist umrandet von irgendwelchen Zwergen. Appointment of Dwarves, Udil, to the position, ah, du wurdest zur Outpost Liaison von Banner of Lands ernannt, 56. Zirkone, gigantische Spinnen, Giant Cave Spider, Silk and Dock Leder, Encircled with Bands of Wound, Marble Cabochons, Runde Leder und Holz. Da sind noch ein paar Ringe aus irgendwelchen Edelsteinen dran und nochmal ein Bild. Nee. Auf dem Teil ist ein Bild von irgendwas in Edelstein. Gute Frage.
Das habe ich noch nie versucht. Ich hatte bisher zum Glück, glaube ich, immer einen Appraiser. Theoretisch können die Zwerge alles irgendwann mal lernen mit Übung. Das Problem ist halt nur, welche Übung ist das dann? In dem Fall wäre das halt Handeln auf gut Glück. Ja, so eine Art, okay, ich handle das mal zu dem Preis und wenn der das so annimmt, dann werde ich wohl richtig geschätzt haben, also kriege ich deswegen einen besseren Skill da drin. Normalerweise, wenn du ja einen Noble zuweist, wie jetzt zum Beispiel einem Broker, wenn ich zum Beispiel sage Replace, bekomme ich ja hier die Jobs angezeigt. Und dann ist zum Beispiel da ein Skilled Appraiser. Appraiser ist halt das Wichtigste, sonst kennst du die Preise halt nicht. Und ich habe anscheinend aktuell auch nur den einen. Was ja bei meiner Festung egal ist. Ne, da ist noch einer. Deine Maestro kann auch noch handeln. Schätzen. Also, wenn du jetzt, kommt es darauf an, welchen Startpunkt. Wenn du über Lazy Loot Pack arbeitest, hast du ja theoretisch verschiedene Gruppen, die du am Anfang auswählen kannst, mit denen du startest. Nimmst du die Standardgruppe, hast du auf alle Fälle eine Appraiser dabei. Wenn du eine der anderen gewählt hast, weiß ich es nicht. Ich habe mir selbst ja auch eine erstellt. Eine eigene, diese komische Milchgruppe. Da ist auch einer drin. Also es gibt ein paar Skills, die sollte man mitnehmen, wenn man es sich nicht unnötig schwer machen möchte. Darunter fallen halt die Standardsachen wie zum Beispiel ein Koch und ein Brewer, damit man Essen und Trinken schon mal hat. Ohne dass sozusagen die Hälfte des Essens versaut wird, weil der Typ erstmal das Kochen lernen muss. Und halt ein Appraiser gehört dazu. Und damit man halt handeln kann. Weil sonst ist es halt raten. Außer man hat schon genug Erfahrung, sozusagen. Irgendwann sollte man halt auch hier für den Bookkeeper, das Talent weiß ich gerade nicht. Ah. Gerade über den Udel gesprochen, jetzt dreht der nächste durch, oder was? Ja. Was hast du vor? Ein Meeting. Aber es wird doch wieder nicht klappen und dann wird der sauer und dann prügeln die sich wieder. Kennen das doch schon. Genau, wenn du einen von denen als Broker einstellst, dann solltest du beim nächsten Mal handeln auch sehen, was die Sachen wert sind. Ja, also das Spiel hat das Tutorial, was sie ja angekündigt haben in der Steam-Version, halt wirklich nötig für solche Sachen halt auch. Es wurde nochmal überarbeitet irgendwann jetzt. Ich hatte das vor dem Stream kurz gelesen. Gab ja nochmal wieder eine Ankündigung auf der Seite von Dwarf Fortress. Geht wohl weiterhin gut voran. Dann nochmal das Tutorial ein bisschen überarbeitet und noch ein paar andere Sachen. Ne, Fehler und so weiter. Also es klingt leider immer noch nicht so, als würde es jetzt demnächst losgehen. Aber weiterhin Optimismus, ne? Dass es dieses Jahr noch wird. Die Hoffnung gebe ich jetzt nicht auf. Die Hoffnung werde ich erst am 31. Dezember aufgeben. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass ich im Februar sowieso erstmal was anderes spielen muss. Also nein, ich spiele ja Dwarf Fortress trotzdem, aber ich muss dann irgendwie meine Termine ein bisschen in Hand haben. Weil dann Kerbal Space Program 2 rauskommt. Das muss es hier auf dem Kanal auf alle Fälle geben. Weil ich den ersten Teil einfach grandios fand. Auch wenn ich den jetzt schon lange, lange, lange nicht mehr gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier sogar im Stream und das ist jetzt dann wirklich 4 Jahre her. Ich weiß nicht, wann ich hier KSP gestreamt habe. Könnten auch erst 3 Jahre sein. Lange her. So lange habe ich KSP nicht mehr gespielt. Und den zweiten Teil auf alle Fälle. Muss mal gucken, ich glaube, am 28. kam das raus. Na, nachgucken. Wurde auch jetzt auch die Woche, glaube ich, festgelegt. Ich bin mir sicher, es war der 28. Oder war es der 6.? Es war Februar. So, ich muss das jetzt nachgucken. Ich muss alles nebenbei nachgucken. 24. sogar. Noch mal ein paar Tage früher. Der 24. Februar ist ein. Gucken. Eitag.
Da muss ich Stunden nehmen und das Wochenende durchzocken. Ist das eine Idee? Krieg ich das meinem Chef gegenüber, kriege ich es verkauft, einen Tag freizunehmen? Das ist nicht schlimm. Meiner Frau beizubringen, dass ich ein Wochenende nicht ansprechbar bin, wird schwerer. Nee, ich glaube, das hebe ich mir dann eher für mal Fortress auf, dass ich mal gar nicht ansprechbar bin, so für ein Wochenende, sodass ich mir sage, ich gönne mir ein freies Wochenende im Keller. Das kann ich nicht so oft bringen. Das muss ich mir für mal Fortress aufheben. Aber die Abende, die kriege ich bestimmt hin. So Freitag, Samstag, Sonntag, ne, Sonntag ist ja Dwarf Fortress, aber so Freitag, Samstag, Abend, das schaffe ich. Das kriege ich meiner Frau beigebracht. Und den Kindern. So, Goblins immer noch da. Das Seed steht da nämlich immer noch. Ihr bewegt euch auch gar nicht. Die haben sich jetzt richtig für ein Meeting verabredet, ne? Die laufen ein bisschen hin und her, aber eigentlich bleiben sie die ganze Zeit am selben Platz. So, ich wollte genau nach dem Adamantium gucken, wo aktuell wahrscheinlich wieder kein Job läuft. Ne? Doch, läuft noch. Die Adamantium-Ader sagt, dass wir eigentlich noch genug haben. Trag das jetzt trotzdem mal ab, falls noch meiner mal langweilig ist. So, da muss ich halt aufpassen. Das ist der Dämonengang. Den wollen wir nicht angreifen. Wir haben noch wirklich sehr viel Adamantium über. Und du auch, ne? Ja. So, ihr beiden. Und ihr. Ich habe immer Angst, dass ich den Gang hier angrabe. Dann können wir die Festung einstampfen. Da oben nicht. Da lieber auch nicht. Hier geht das noch. So, du bist noch heile, ne? Ja. Da ist auch noch einer. Glück, Glück. Jetzt noch mal gucken. So, das ist die Ecke, die ich nicht angraben darf. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das musste. Und da ist nichts mehr. Okay. Alles geklappt. Glaube ich. Und gleich kommen sie. Nein, doch vergraben. Wenn man wenigstens gucken könnte, wie viele jetzt oder wie viele von den Käfigen jetzt schon dran sind. Soll ja fällig werden, ne? Naja. Gibt es sonst noch irgendwas? Was, warte mal, jetzt könnte man. Ich habe das jetzt mit diesem Dings. Dann werde ich jetzt diesen Stream durch müssen, dass ich jetzt immer wieder in dieses Ding reingucke. Weil mich das mit meinem König immer noch aufregt. Es wird auch leider hier nicht angezeigt, dass da irgendwie Mount nochmal so beisteht, ne? Selber gut ist, sofort wirst. Nein, wir sind ein Mountain Home gewesen. Oder wir sind es ja eigentlich immer noch. Aber das steht hier auch nicht drinne. Das ist ja das Seltsame. Es steht auch nicht drin, dass die Outpost-Liaison gekommen ist. In den Events. Obwohl es ja der Fall ist. Ich weiß noch nicht, wann der gestorben ist. Ich kann auch nicht irgendwie gucken hier. Verläufe von Nobles oder so, ne? Wurden hier die Ränge angeführt? Nein. Kann ich, wenn ich nicht über Sabergooft gehe, sondern über The Old Avalanche? Posten angucken, die es mal gab. Wenn ich jetzt also hier rüber gehe und suche mal hier nach Outpost, sodass der und der dann nacheinander wurde. Outpost. Nein. Lia. Nein.
Wir haben Sachen geklaut. Okay, wir haben Sachen geklaut. Mountain. Oh nein. Mountain Goat Kidney Biscuits. Toll. Oh, wann wurden wir zum Mountain Home ernannt? Weiß auch keiner mehr, ne? Jetzt könnte man nach dem Jahr gucken. Warte mal, das können wir doch auch rausfinden. Ich finde das raus. Ich das so genannt? Ja. Wir sind Mountain Home geworden. Und zwar vor 11 Monaten. Irgendwann 1078. 1078 Februar, also zweiter Monat 1078. Es hat Vorteile, die ganzen Sachen auf YouTube zu haben. So. Das heißt 1078 02. So. Hier sind Leute angereist in dem Jahr. Became Member. Du hast einen langen Namen. Bist du es gewesen? Ich weiß es nicht. Es müssen die sein, die hier. Es sind eine Menge Leute, die mich hierher gekommen. Man sieht es ja. Also einer von den Zwergen, die hier aufgeschlagen sind. Der muss es gewesen. Der muss. Aber hier steht auch nicht bei, dass wir zum Mountain Home ernannt wurden, ne? Was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde. Kam das danach? Nein. Kam es da? Vielleicht doch danach? Also zum Monatswechsel? Nö, es gibt ja nur den einen Monat. Wir können ja mal gucken, was war ein Monat danach? Nein. Die Händler kommen. Wenn die Händler kommen, ernennen die einen doch zum Mountain Home, ne? Es passt aber anscheinend, also sie visiten. Und dann wurde irgendjemand verurteilt. Ein Goblin. Okay, das hat auch nichts damit zu tun. Ich habe ja die Folge gerade auf YouTube rausgesucht. Die kann ja nicht so, es kann ja nicht so lange her sein. Also so spät danach sein. Hier kommen jetzt ja schon wer kommt jetzt hier? Menschen? Genau. Das kann es ja nicht sein. Normalerweise. Became Member. Ich hätte gedacht, dass die nach der eigentlichen Dings gekommen sind. Sind sie aber nicht. Also das Video, das ich dazu habe, das ist halt vom zweiten Monat 1078. Da sind wir Mountain Home geworden. Vielleicht auch noch im Monat danach, weil ich jetzt das Video da nicht durchgucke. Ich habe einfach nur geguckt, Folge 198, endlich Mountain Home. Okay, welches Jahr haben wir da oben stehen? 1078, Monat 2. So, das könnte erklären, warum so relativ viele auch in diesem Monat 2 gekommen sind. Alle am 21.02. Das ist eine riesige Welle an Leuten gewesen. Es wäre halt nur die Frage, wer das dann jeweils ist. Und da müsste der theoretisch bei sich drinne stehen haben. Ja, 81 ausgeblutet. Ja. Jetzt werden wir es wahrscheinlich von vielen von denen lesen. So, er ist hier angereist. Ist aber nur Member geworden. Finden wir jetzt so nicht, ne? Hab ich die Zeit weitergestellt? Jo, habe ich. Irgendein Wooster ist tot, aber ich glaube, das muss so. Nochmal gucken. Ja, wir sind immer noch am Schlachten. Eine Henne wird vermisst, das ist auch nicht schlimm.
Jabba und sowas kämpft, der Dämon kämpft, aber der Dämon kämpft da unten, ne? Genau, du kämpfst da unten. Alles ist gut. Nur noch mal gucken, wo die Dämonen gerade aktiv sind. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns denen entgegenstellen können. Aber die neue Kaserne ist gleich fertig. Ich wäre jetzt glatt dafür, dass wir jetzt alles, auch wenn das jetzt hier Kohle und Gestein ist und so weiter, dass wir jetzt einfach alles einmal dumpen. Dampe ich dann die Zwerge? Ich traue mir auch zu, dass das Spiel dann die Zwerge dampft. Deswegen dampe ich ab hier, wo gerade kein Zwerg ist. Schmeiße ich noch einen Zwerg gleich weg. So. Und ich noch. So. Dann wird das wenigstens jetzt weggeworfen. Genau, jetzt haben wir gar keine Eidler mehr. Perfekt. Und dann können wir hier gleich die Leute reinschicken. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretisch... Brauchen wir so viel, ne? Wir müssen ja Betten bauen. Eine neue Kaserne bauen, da kostet so viel Zeit. BB. Also wir haben aktuell 40 Soldaten. 50, 60. Wie viele Betten brauchen wir dann? 30. Alter, haben wir ein Holzproblem, ne? Ja. Aber wofür haben wir denn unsere Holz? Dann haben wir halt bunte Betten. Kann ich jetzt nicht... Ja, warte mal. DT. Wir fällen jetzt zum ersten Mal unsere Pilze. Ja. Das wird jetzt dauern, weil wir erstmal warten müssen, bis die ganzen Leute da sind, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Wir könnten auch so lange noch einmal gathern. Nur für den Fall, dass wir noch irgendein Zeug übersehen haben. Jo. Sind sie beschäftigt. Haben genug Essen, genug Trinken und Holz jetzt gleich. So, das heißt, wir gucken weiter, ob hier oben irgendwas über die Wand gekrochen kommt. Und sind jetzt wieder hier und versuchen herauszufinden, ob vielleicht einer der Typen, die hier so einen komischen langen Namen haben, so wie du hier, hier irgendwas mit dem Outpost oder so. Du bist 1080 gestorben. Du wurdest von einem Elf umgebracht. Das heißt, du warst ein Soldat, du kannst das nicht gewesen sein. Du hattest auch eine Liebesbeziehung zu einem Wiederbelebten. Okay. Hier steht aber auch nicht drin, du wurdest mal befördert zu irgendwas. Member? Hunter. Member. Hat gekämpft. Ich suche unsere Leute, die irgendwann mal gekommen sind. Muss ich mir jetzt tatsächlich... Ich muss mir dann zum nächsten Mal... Ich muss mir das Video einmal angucken, um zu schauen, welches Monat was genau. Und wie hieß derjenige, der dann sozusagen als Outpost dieser Song festgelegt wurde. Weil ich habe ja die ganzen Noble-Quartiere und so weiter nicht umsonst angelegt. Ich weiß ja, dass die da waren. Aber warte mal. Was von uns jetzt hier, ne? Ja. Ari! So, Ari ist zu uns gekommen. Das müssen wir uns eigentlich mal Ari einmal angucken. Wir sehen jetzt erstmal sozusagen jetzt alles, was mit Ari zu tun hat, mal auf einem Haufen und können uns jetzt mal... Sie ist ja leider gestorben. Sie hat auf alle Fälle jemanden wirklich geliebt. Liebe 100. Hat ihm sogar vertraut. Sie hat relativ vertraut und hat größere Liebe auch mal zu anderen Leuten. Ist ja nicht schlimm. Wurde von einem Goblin getötet. Das ist immer noch das Deprimierende, dass gerade Ari von einem Goblin getötet wurde. Sie wollte immer mal... Ich weiß, da steht Mail, aber Ari ist für mich immer eine Sie. Sie wollte mal Masterwork herrschen, hat es wahrscheinlich nie geschafft, ne? So, former noble position, ja. Haben wir sie ja sozusagen mehr oder weniger immer zu gezwungen, ne? Sie war doch nachher unsere Dings, da steht nur noble position. So, sie hat in Schlachten gekämpft. Auf alle Fälle hat sie niemals verloren in den 43 Schlachten, in denen sie gekämpft hat. Kills.
30? Es waren viel mehr. Sie hat zumindest einen Omba hat sie mehrfach umgebracht. Der so oft aufgestanden ist, hat sie auch mehrfach wieder hingelegt. Entschuldigung. Ihr habt doch viel mehr Kills. Eigentlich. So, Ari hat sich hier niedergelassen. Ari ist Mitglied geworden. Ari hat mehrfach gekämpft. Sie hat sich irgendwie mit 100, also nicht wichtigen Morden sozusagen, hat sie doch geglänzt mit ihrer Waffe und so weiter. Soldier of Daten, Animated Corps, war Sockdown bei Ari. Ari hat das ja auch gemacht. Steht auch drin, wann sie befördert wurde? Nö. Sie ist ein Member geworden. Sie ist doch Baroness, Dutsche gewesen. Oder wie auch immer der Titel nochmal hieß. So. Aber noch nicht erst so spät. Haben sie erst so spät befördert? Kann das sein? Baron. Count wurde befördert. So. Und danach Duke. Und dann kam nichts mehr. Bis sie irgendwann gestorben ist. Und jetzt haben wir ja aktuell, das ist das Deprimierende, ne? Wir haben es ja nochmal gesehen, ja, wir hatten mal einen Duke. Die Betonung liegt auf. Wir hatten mal. Wir hatten so viele Posten mal. Und das wird mich weiterhin ewig frustrieren. Und deswegen haben wir halt die leeren Posten. Wir haben hier Aris leeres Büro. Wir haben hier das ehemalige Büro der Outpost hier sind. Der wollte ja so viele Sachen haben, deswegen habe ich das Ding ja so vollgestellt. Und unseren Thronsaal. Also, die nächste Festung, die ich anfange, die hoffentlich erst in der Steam-Version angefangen werden muss. Und ich muss wieder umspringen, dass die Taskleiste da weg ist. So. Ne? Also die nächste Festung, die hoffentlich in der Steam-Version dann stattfinden wird, werde ich ein bisschen in einer entspannteren Welt starten.